Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Muse fertig gemacht an der Nyakera Geisterkuppel. Und ja, das ist jetzt mittlerweile schon der dritte große Geist, gegen den wir in dieser Dimension gekämpft haben. Und langsam möchte ich echt nach Hause. Ja, Mila ist ein bisschen betrübt, weil, ja, wir gegen Muse gekämpft haben. Aber, naja, sehen wir mal. Artsphäre. Oh, ich kenne das Ding, das erweitert doch meine Tastenkombination, ne? Oh, bitte. Wenn du im Besitz der Arztsphäre-Objekt bist, erhöht sich die Anzahl der Arzt, die du im Arztmenü für deine Figuren festlegen kannst. Danke. Im Kampf kannst du nun doppelt so viele Arzt wirken, indem du L1 in Verbindung mit Steuerkreuz, analog links und Kreis verwendest. Darauf habe ich sowas von gewartet, weil jetzt kann ich auch vernünftig endlich einige Arzt hier so festlegen auf einige Knöpfe. Sehr schön. You better not underestimate me. Guess who just got stronger? Okay, was passiert jetzt? Ich möchte gerne nach Hause. Weil sie ist ja der Katalysator hierfür, ne? Nicht Katalysator, aber wenn wir sie erledigen, dann ist doch alles vorbei, oder? I don't need your pity, you putrid, pathetic, pitiful human. Just die! 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 Ja. Mach was, Mila retten. Sag mir los, ich muss noch mal gegen sie kämpfen. Don't you dare interfere! You made me do this. No human can harm me. I'm not any human. I'm your sister. We're back. So, the fractured dimension is kaput? Hoffentlich. Is that the way marker to Kanan? Yeah. What just happened? Mir ist etwas nicht richtig. What the hell is that Mila doing in our dimension? I knew it. What happened to Muse? Someone tell me what's going on already. Ich habe deine Welt zerstört. Ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Na komm, sind wir mal ehrlich. Ich habe deine Welt zerstört. Then where are we right now? Our world. It's different from yours. Quit talking nonsense. What about my sister? She's back to normal now, isn't she? I'm afraid the Muse you knew is gone. Along with the rest of your world. Well, I do know one thing. How? You lied to me, damn it! Quit it! Luger was just doing his job! Ehrlich gesagt, habe ich nie gesagt, dass sie danach normal wird. Well, his. Don't. It's a Spyrex. Luger, are you okay?
I guess you destroyed the catalyst, right? So you all made it back, too? Yeah, we're fine. Elise and Rowan are with me. Mission accomplished, guys. Let's regroup. Yeah. Come on. Oh, Mann, oh, Mann. What? What just happened? Mila? Maxwells Zeitenklinge. Okay. Das Schwert, das Raum und Zeit durchtrennt und im Mirsets Körper verborgen war. Stimmt. Den haben wir auch früher bekommen. Im ersten Teil. Wir haben wieder Geld bekommen. Sehr gut. Und da ist eine Katze, sehe ich gerade. Hier ist Elementerz. Spartaner gefangen. Okay, wir haben einen Spartaner. Sehr schön. Oh, das ist aber heftiges Zeug, was hier wieder passiert. Ei, ei, ei. Ah. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Gehen wir mal nach Nirkera. Ich schätze mal, da kommen einige Cutscenes noch. Sonst würde er da nicht... Warte mal, ich hätte da vielleicht noch mal alles neu erkunden müssen, ne? Ah. Können ja noch Schätze und so sein, ne? Ah, dann gehen wir noch mal dahin. Und hier sind sogar Truhen wieder. Sternfeuer plus. Oh. Sehr schön. Zum Glück bin ich noch mal zurückgegangen. Hat irgendjemand gerade Sternfeuer ausgerüstet? Mila scheint jetzt nicht hier zu sein. Nur Sternfeuer. Na gut. Dann schauen wir uns da noch ein bisschen um. Ich hatte hier auch ein paar Truhen sind und so, die wir bauen können. Entschuldigung. Die Fertigkeit erlernt. So. Ja, mal meinem Schnelldurchgang hier einfach durch. Ich will jetzt ungern kämpfen, weil... Naja. Wir sind nur zu dritt. Nicht gut. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Sehr gut. Exzellent. Sogar da kann ich gedrückt halten. Gut. Silbererz. So, ich bin ein bisschen froh, dass wir jetzt wieder da draußen sind, auch wenn jetzt gerade voll die trübselige Stimmung ist. Aber naja, kann man halt nichts machen. Wir haben nur eine Welt zerstört halt. Solange der Hauptcharakter jetzt nicht ganz halt rumheult, so wie der Hauptcharakter aus Star Ocean 4. Okay, da hat die ganze Erde zerstört, aber das ist ja wieder was anderes. Komme ich damit klar? Ja, so. Okay, gedrückt halten ist sehr nützlich, finde ich. Oh Mann. Nein, erst ein. Ne, jo. Ja, kann die Musik ein bisschen fröhlicher sein? Bitte. Ich weiß nicht, wie ich es die ganze Zeit schaffe, Gegner zu umgehen, aber ich hab's halt drauf, ne? Ah, oh, das ist so ein Dreck. Ich war Elbe, warum steuere ich Elbe? Sehr schön. Nicht schön. Ich war doch kurz mit Elven davor irgendwie, ne? Aber ich glaube, die Gegner sind ein bisschen schwächer hier. Level 19, ja, die sind erheblich schwächer. Okay, hier konnte ich auch schon viel früher hin, ne?
sieht aus, als würde ich auf Elvin losgehen. Ich will mal kurz gucken. Okay, Elvin, komm schon. Wir müssen auch ein bisschen Freunde werden. Truhe, Truhe. Ich muss wahrscheinlich als nächstes wieder meine Schulden zurückzahlen, ne? Ja, das dauert wieder ein bisschen. Da können wir wieder Mission erledigen und so. Yay! Oh, verdammter Dreck. Und Bindungsattacke. Die Gegner halten viel aus. Aua. Na warte, kannst du es warten? Weil ich möchte echt diese Musik irgendwie, keine Ahnung, ich mir die ganze Zeit gerne anhören. Sehr schön. Na, was ist los? Gibt's doch nicht. Kurz davor. Boah, ich muss sowas von niesen gerade. Na gut. Ich will die ganze Zeit irgendwie was Produktives sagen zur Story, aber ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Ich bin jetzt nicht gerade der beste Let's Player, der irgendwie hier so zusammenfassen kann, was gerade eben passiert ist. Und irgendwie eine Symbolik daraus ziehen kann. Das überlasse ich euch. Ja. Oh Mann. Oh gut. So, dann gehen wir zu mir nach Schrein. Hier lang. Wir sind jetzt an die Kehra, ne? Dieses blöde Mottenviech ist, glaube ich, auch irgendwo hier rumgammeln, ne? Jetzt zum Glück habe ich mir den nicht hergestellt letztens. Und da geht wieder unser Geld hin. Nein. Verteidigung, Erfahrungsdinger hätte ich vielleicht ausrüsten sollen. Vor allem ausrüsten. Essen sollen. Ich esse meine Ausrüstung. Oh, das ist eine Truhe. 1800 Gold, sehr schön. Sieht ein bisschen wenig erkundet aus da unten. Gehen wir mal dahin. Gehen wir nicht dahin. Irgendwas sagt mir, wir gehen nicht dahin. So, wer hat Beweglichkeit? Ja, ich sollte vielleicht erstmal mit meinen anderen Leuten jetzt zusammenkommen. Dann können wir hier ein bisschen rumexperimentieren. Und lernen und so. Na warte, als nächstes sind die ganzen Lithium-Monster dran. So was von. Ich bin jetzt ganz Batzen stärker geworden. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich vielleicht. Schuss, Gesundheitslauf. Nein, das kann ich auf Screen lernen. Dark Visitor, okay. War nicht Wingull? Der sah immer so aus wie Wingull aus dem ersten Teil. So, also weiße Haare, schwarze Klamotten. Düstere Aura, die Humor gibt. Jo. Nächsten würde ich erstmal. Was, Gummifische? Kann man aus Gummi machen oder was? Wurde dich. Boah, kam das verspätet. Nächsten würde ich erstmal wieder hier zu Feiertags ein paar Missionen erledigen und so was alles. Das wäre schön. So. Nekera, Leute, wo seid ihr?
bei Melis. Thank goodness. We took returning to the prime dimension as a sign of your victory. Ja. How in the world? Unbelievable. Don't be too hard on Luger. He had to take out Muse. That's all there was to it. Hey. What's the meaning of this? Just admit it, Luger. You don't have the stomach for this job. Very interesting. So that's how you made your new friend there. Oh nein, nicht der Typ. What a fascinating und der. They were waiting for us. Mr. Riddell, what are you doing here? An odd question for your new Department of Dimensional Affairs director. Well done, former Director Kresnik. Recovering the Waymarker must have been quite an ordeal. No more so than speaking with you. Lady Mila. Don't get yourself all worked up. She's not your Mila, you know. Damn it, she's your Mila. I know that's not really her. Welcome to the real world, kid. Ah, Julius. You remember what it's like to crush the dreams of the young and foolish, don't you? Drop it. For example, the time you rigged poor Luger's entrance exam so that he couldn't possibly pass. That's not... Heed me, Luger. As director, I have new orders for you. Defeat Julius, recover the Waymarker, and give it to me. Please, you have to trust me. Oh man. Als ob ich Julius besiegen könnte, ganz ehrlich. Oh. Ich traue dem Typen nicht, aber ist so ein Ausschließungsverfahren. Ich habe nicht so das Gefühl. Ehrlich gesagt kann ich den anderen Typen noch weniger leihen. Deswegen. Ja, Julius Vertrauen. Meinetwegen. Oh, Brother. Literally. Are you kidding me? Isn't one rogue Kresnik annoying enough? Fine. The employee handbook is quite clear about punishment for insubordination. We'll help. No way. This is their fight. Oh Mann, echt? Jetzt mich doch wohl auf den Arm nehmen. Der Typ sieht da sowas von. Oh Mann. Oh, der macht uns fertig, ne? Krieg die Krise, ich habe keinen Bock mehr auf Bosse. Let me show you how the world works. You want to talk? Set the pot. Oh, keine Ahnung. Shut up. Homing shot. Wird doch wohl nicht so schwierig sein wie anderen. Also ey, ich habe keinen Bock mehr auf Bosse. Das sind mir langsam viel zu viele. Oh Mann. Solange der nicht ein übermächtiger Geist ist. Ich glaube, der wird nicht so stark sein. So, komm her. Der einfach so Julius weggetreten hat, will. Ja, genau, ey. Ich glaube, der halt so einfach schaffen will. So, habe ich hier noch so ganze Heil-Items und so geholt. Zu irgendwas? Nein, bist du nicht. Aber wo ist der? Hier.
Aber er ist nicht mal annähernd so stark wie die. Aber ich habe so das Gefühl, wird trotzdem nervig. Aber blöd. Oh Mann, hör auf damit. Okay. Nein, er ist nicht mal annähernd so stark. Weil ich jetzt ein vorgeschriebenes Team einfach bekommen habe. Elise, du kannst auch ruhig angreifen, wenn du Bock hast. Ja. Ja, der ist viel einfacher als so ganz nebenbei. Mein Gott, lass mich das hier. Nein, der Drecksack, lass mich machen, was ich will. Boah, du kannst mich doch mal. Okay, mit links zu kämpfen ist blöd. Na, warte, komm her. Oh, ich liebe einfach diese Combo. Aber wenn man sich so anguckt, was der abzieht, was die anderen abgezogen haben, ne, dann ist das eine Lachnummer hier. Ah. Meins gut. Komm, das ist doch ein dunkler Angriff, oder? Oder auch nicht? Ja. Ah, komm. Ah. Auf Elvin von dem Boden runterzuziehen, ey. Ah, komm her. So, und jetzt noch weniger. Na, du gehst jetzt auch mal Limit, dann mache ich den hier. Du bist tot. Jawohl. Just a few. It must be hard being a grown up. Wäre noch schöner gewesen, wenn ich gegen den Typen verloren hätte, ganz ehrlich. Pentagenial. So. Da war jetzt aber genug Bosse. Ich möchte mal in eine Stadt gehen, irgendwie irgendwas anderes machen. Look at the way you both vex me. Stop it, Riddle. Are you his brother or his mommy? Ja, willst du mich verarschen? Luger! Last chance, Agent. Retrieve the waymarker and return to headquarters now. Smart move. You get to live. I'm so sorry. Luger. You're coming with us. Oh Mann. Alles verschwört sich gegen uns. So we're in Olympias. In a different dimension? You have got to be kidding me. Never a dull moment with you around. Here, have this. I think you could make better use of it than I could anyway. Don't bother thanking me, just take it. I always look out for my friends. Kraftschuh. Okay. Was hat mir Stärke plus 3 wahrscheinlich, ne? Stärke 3 meine ich. Also nicht. Mm-hmm.
Nehmen wir das hier weg und nehmen wir das hier und das hier und da war's. So, Stärke. Nicht sie war als das. Wie sieht es denn so aus mit allem? Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht direkt wieder mit der Story weitermachen. Oh, leck mich am. Oh Mann. Oder würde ich sagen, wie es jetzt weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.